Servus Freunde, ich bin der Thomas und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind hier im Stadion im San Siro, auch genannt Giuseppe Meazza Stadion, nicht falsch sagen. Wir sind hier live, Leute, wir haben uns gerade das Spiel angeschaut mit anderen zusammen. Und zwar Inter Mailand gegen AC Mailand, das war unglaublich. Ein ganz, ganz großer Traum gegen Erfüllung. Ich habe mir hier meinen Spickzettel gemacht, den ich immer habe, nur in den Videos für die Team of League Prediction. Das will ich nicht ausverlassen, Team of League Prediction ist hier drin und... Hallo! Und deswegen gibt es natürlich heute auch die Folge. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lasst. Daumen, vielleicht schaffen wir 3000 erste Stunde oder so. Und es sieht eigentlich nach einem ziemlich coolen Team of the Week aus. Bleibt dran. Ich würde sagen, kostenlos abonnieren. Und wir gehen rein mit den ersten Spielern. Das ist wie immer Torhüter. Ah, ich muss da reinschauen. Digga, ich schaue die ganze Zeit nach rechts. Sorry, Leute. Nummer 1 ist der gute alte Castells mit VfL Wolfsburg. 2:0 gewonnen. Wir hören übrigens im Hintergrund ein bisschen die Kulisse. Ich denke, wir holen das Beste einfach raus. Leute. Das Spiel ist schon seit 15 Minuten aus und man hat immer noch alle Fans dahin. Genau, wir feiern immer noch und wir sind schon längst zu Ende mit dem Spiel. Und Castells hat gegen Augsburg drei Paraden rausgeholt, hat insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Wer weiß, da kommt noch ein anderer Wolfsburger in Frage. Und Nummer 2 ist Tata Rojano von AC Mailand. Gerade eben hier in diesem Stadion hat er einen Elfmeter pariert. Nicht gegen Hakan Calhanoglu, den hat er verwandelt, sondern gegen, es war Lautaro Martinez. Deswegen, ich glaube 7,0 Bewertung hat er bekommen, habe ich gerade geschaut. Kommt ja auch auf jeden Fall in Frage. Und zu guter Letzt haben wir Moreira André. Der hat 14 Paraden rausgeholt und wurde Man of the Match, Freunde. Dann, Ladies and Gentlemen, wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen natürlich zu den Verteidigern gehen und hier wird es richtig gut. Ihr müsst euch festhalten. BVB hat gegen Leipzig gespielt und das war eine ordentliche Partie. Jetzt werden hier gerade die Sachen aufgeräumt. Mukiele, um den geht es nämlich. Der hat kein Tor vorbereitet, kein Tor geschossen, aber war mit der beste Spieler. Und sie gewinnen mit 2:1 gegen BVB. Ich habe mir das Spiel live angeschaut, das war super geil. Da haben wir echt gesehen, das war ein absolutes Topspiel. Und Leipzig ist so gut in Form. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn man den Verein vielleicht nicht unbedingt feiert oder so. Aber die Spieler, die sie haben, der Kader, 1 plus mit 10 Sternchen. Kehle als Inform, als Innenverteidiger wäre geil. Wir machen weiter, Freunde, mit Caldara. Der hat nämlich ein Golazo geschossen und hat auch noch ein Elfmeter rausgeholt, als Innenverteidiger. Dazu haben sie 3:2 gegen die AS Roma gewonnen. Ich denke, das kann sich sehen lassen. By the way, das, was wir gerade machen, ist einzigartig. Ich fühle mich gerade, keine Ahnung, oben sind die nächsten Abonnenten, schauen gerade zu, wie ich gerade hier aufnehme. Es ist was ganz Spezielles und ich freue mich gerade echt hier zu sein, ich sage es dir ehrlich. Ich krieg echt einen Krampf im Arm. Anton kriegt einen Krampf im Arm. Bobo. Pedrosa. Außenverteidiger, ja. Gegen Granada ein Tor gemacht, 2:0 gewonnen. Freunde, ich denke, den können wir auch im Team of the Week sehen. Und dann haben wir den Klaus Kleber, Rechtsverteidiger. Der wird auf jeden Fall für ein paar gute Links sorgen. Vielleicht Future Team of the Week, wir werden sehen. Und gegen Troyes beim 4:0 Erfolg ein Tor geschossen. Und Anton war, war mein kleiner Finger. Ja. Mein kleiner Finger. Leute, sieht man das? Der, ich spüre keinen Nerven mehr. Ich glaube, er stirbt gleich ab. Okay. Hey Jungs, ich glaube, das ist auf meinem Kanal mein Lieblingsvideo. Lasst mich wirklich versuchen, so die Daumen zu zerreißen, okay? Ich würde mich echt freuen. Und vorletzter Spieler als Verteidiger haben wir Cancelo. Manchester City gegen Manchester United gespielt. Cancelo war Man of the Match, hat ein Tor vorbereitet. Und generell, und was soll ich euch zu Cancelo sagen? Weltklasse, Außenverteidiger, hat auf links gespielt, kann auch auf rechts spielen. Und man muss einfach sagen, Manchester United ist zurzeit blau und nicht rot, weil ja, die haben auf jeden Fall die Nase vorne. Und ich sag's ehrlich, Solskjaer ist, glaube ich, langsam Zeit. Tutti bene, mangiare, ciao ragazzi. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn er geht. Und zu guter Letzt haben wir Cuadrado. Juventus Turin gewinnt im Last-Minute-Treffer gegen Torino. Das heißt, nee, das war nicht gegen Torino, gegen Fiorentina war das. Und in dem Spiel hat er in der 93. Minute, die aber nicht winken, hat er 93. bis 94. Minute getroffen. Last-Minute-Treffer, die haben davor rot bekommen. Und das ist nicht einfach, gegen die Fiorentina zu gewinnen. Diese gute Form, vor allem mit ihrem Weltklasse-Stürmer, den sie haben. Der war letzte Woche im Team of the Week, Cuadrado. Ich freue mich auf dich. Mittelfeld, da sind wir angekommen. Ich hoffe übrigens, ihr versteht mich ganz gut. Drückt ein kleines Auge zu für die Tonqualität. Nordin, einmal getroffen, 2 Tore vorbereitet gegen Clermont, tutti bene, Franzose. Dankeschön. Und jetzt schauen wir uns kurz an. Bundesligaspieler Freiburg gegen FC Bayern München. In München haben sie gespielt. Und Leon Goretzka hat ein schönes Tor geschossen. 2:1 gewinnt der FC Bayern München. Die erste Niederlage von SC Freiburg. Anton bekommt gleich einen Krampf. Aber Leon Goretzka, du bist im Team of the Week. Ich will dich in Rot ziehen, Cousin. Und ich freue mich auf dich, okay? Ohne Spaß. Wo wir gerade bei deutschen Spielern sind, Real Madrid. Anton wird sich freuen. Hat 2:1 gewonnen. Am Ende noch ein unnötiges Tor kassiert. Aber Toni Kroos, 8,7er Bewertung. War Man of the Match. Und hat eine Bude gemacht. Und was war mit Barca los? 3:3 haben sie gespielt. Und zu Barca komme ich später noch, weil da gibt es einen. Du kannst gleich selber das Handy halten. Da
gibt es einen Spieler, der kommt eine Frage, Freunde. Wo wir gerade bei guten Mittelfeldspielern waren, Renato Sanchez, über den würde ich mich brutal freuen, aber ich sag's euch ehrlich, eher ein bisschen unwahrscheinlich, ich will ihn fast drin haben. Er hat nämlich ein Tor vorbereitet, war Man of the Match, hat ein gutes Match-Rating, aber sie haben nur 1-1 gespielt in der französischen Liga, hat es in Form verdient. Könnt ihr entscheiden, ich glaube, EA wird nicht gönnen, aber die Chance auf jeden Fall da, ich würde sagen, zu 20%. Immerhin. Wo wir vorhin über Castells geredet haben, über VfL Wolfsburg, da gab es noch einen, der wirklich rausgestochen hat, und das ist Mencha. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. U21-Maschine. Ich glaube, der kam von Manchester City dann zu VfL Wolfsburg, hat seinen Bruder noch mitgenommen und hat jetzt ein Tor gemacht als ZOM. Und ja, ich denke, entweder Castells oder er. Über wen würde ich mehr freuen? Vielleicht sogar Silvester. Wir werden sehen. By the way, ich werde vielleicht 2-3 Spiele noch später einfügen im Nachhinein, weil ich habe natürlich das Abendspiel bei anderen Spielen nicht verfolgen können. Aber Bruma, nächster Cousin, der hat 2 Tore geschossen, 4-1 gewonnen gegen Fortuna Sittard. Und Bruma war in alten FIFA-Teilen immer so ein OP-Biest. Und Anton, wir haben es gleich geschafft, weil wir gehen jetzt rüber, Leute, zu den noch offensiveren. Und da wird es knackig. Jetzt aufpassen. Visca Barça führt 3-0 und am Ende geht das Spiel gegen Real Sociedad gegen Celta Vigo 3-3 aus. Und der Mann, wo wirklich Celta Vigo eine Statue bauen muss seit Jahren, ist Aspas. Zweimal getroffen, ich glaube 96. Minute, das 3-3 geschossen. Da sieht man wieder, Leute, dass Sportwetten gar keinen Sinn macht, weil wer hätte gedacht, dass sie noch 3 Tore schießen, das Ding drehen. Unglaublich. Und ja, Barça hat aber jetzt bei Xavi und ich glaube, Anton, auch für dich da im Hintergrund, dann wird es bald wieder rosigere Zeiten geben, da freue ich mich ehrlich auch. Und mal gucken, was Xavi so reißen wird. Ich glaube, ich bin sehr, sehr optimistisch. Was heißt, ich glaube, ich bin sehr optimistisch. Dann haben wir Visca, der Bosnier, der hat den Xavi gekauft. Der hat auf jeden Fall auch ein Tor hat er geschossen, ein Tor vorbereitet gegen Jenny, an meine türkische Freunde, Malatyaspor. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, tut die Bene per favore, danke schön. Seht ihr diesen Turnier, Freunde? Das sieht aus wie ein absoluter Sniper drin. Und wir haben nur noch ein paar Spieler. Zum einen Nkunku. Ganz ehrlich, er kam als Rulebreaker SBC. Und ich glaube nicht unbedingt, dass er 100%ige Karten hat. Aber er war dann mit Abstand der beste Spieler im Spiel gegen den BVB. Und aus dem Grund würde ich sagen, Nkunku, eigentlich hast du es 100% verdient. Und ganz ehrlich, ich würde mich über die Karte freuen. Das wäre sein Second-Inform und würde Weltklasse aussehen. Vertraut mir, Leute, Rulebreaker in Kungfu mit einer der besten Karten und ich muss dahin schauen, nicht dahin. Sorry. Und jetzt kommen wir, Leute, zum Highlight, warum es sich lohnen wird, die Weekend zu spielen. Das ist ganz klar Neymar Junior, Freunde. Es war ein klasse Spiel. Erstmal haben sie 3-2 gewonnen. Neymar überragende 2 Tore geschossen, okay? Dann haben wir Mbappé, den will ich euch auch jetzt mal einblenden. Ein Treffer gemacht, 2 Tore vorbereitet, aber das beste Matchrating, Linksflügel, Neymar, ganz klare Nummer. Man muss sagen, es war auch ein sehr, sehr emotionaler Treffer, der hat das Tor seiner Lieblingssängerin eigentlich gewidmet, die ist vor kurzem verstorben. Sehr, sehr tragisch, muss man einfach sagen. Und ich denke, dass sie auf jeden Fall Neymar ein Team auf ihn gönnen wollen. Er hat es in meinen Augen verdient und es wäre aus seiner ersten Spezialkarte. Mbappé hat, glaube ich, schon irgendwas gesehen, irgendeine Karte, ich habe keine Ahnung, aber... Es waren noch seine ersten 2 Tore aus dem Spiel heraus, diese Saison. Ja, Mann. Anton sagt es auch, es waren die ersten 2 Tore aus dem Spiel heraus. Aus dem Grund, Leute, er wird drin sein und... ganz ehrlich, Weekend League zu spielen, um Neymar zu bekommen, gibt nichts Besseres. Vor allem ist er dieses Jahr als Goldkarte noch nicht so stark und ich glaube, so ein Team of the Week würde alles verändern. By the way, war das Spiel gegen Bordeaux und jetzt gehen wir ganz kurz zur Auswechselbank. Da nenne ich euch nur ein paar Namen, dann wisst ihr eh Bescheid, die werden eingeblendet und dann sind wir am Start. Zum einen haben wir João Pedro, 3 Tore geschossen, es wird viele Hattricks geben. Dann haben wir Koda Massimo, 3 Tore. Dann haben wir Patrick, auch 3 Tore als Stürmer geschossen. Anthony, 2 Tore von Bournemouth, möglicherweise, glaube ich, Silber in Form. Dann haben wir Maeda auch mit einem Hattrick. Palovicic, jo, wir haben die richtig ausgesprochen, 2 Tore, 1 Torvorlage. Biron mit einem Hattrick. Gallagher, der hat letztens gegen City schon überragend gespielt, hat kein Team of the Week bekommen aus irgendeinem Grund. Jetzt hat er Back-to-Back performt, sie haben wieder gewonnen. Er hat wieder einmal getroffen, deswegen muss er langsam kommen. Jota von Celtic, 2-1 gewonnen, auch sehr, sehr überragend. Wir haben noch Moore mit 2 Treffern und zu guter Letzt haben wir Kochrane mit einer Torvorlage. Und Anton, wir haben es geschafft. Hier seht ihr Antoschka, er hat gerade auch ein Video hochgeladen. Das könnt ihr unbedingt abchecken, vielen Dank. Deine Finger absolut tot. Und Freunde, lasst auf diesem Video einen Daumen da. Ich küsse eure Herzen, ohne euch wäre ich hier nie. Das wäre niemals möglich. Das wäre wie so ein Traum, den ich gerade lebe. Und ja, ich kann mich einfach nur bedanken. Vielen Dank für den Support. Ich hoffe, das Team of the Week wird gut. Ich hoffe, das Video kommt gut bei euch an. Wir machen sehr, sehr viel Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak. Ciao. Ciao, ciao, Freunde.